Willkommen zurück, meine Klonkrieger. Die Bestie zu töten es gilt. Nimm ein Taxi ins Wild. Hallihallo. Wo kriegen wir ein Taxi? Unten? Things is a quest symbol. Na dann, machen wir doch die Quest. Steht aufrecht und beweist euren Wert, Akolyt. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wenn ich euch ansehe, frage ich mich, seid ihr wirklich loyal? Oder tragt ihr Verrat in eurem Herzen? Ich stamme aus einer ehrwürdigen Sith-Familie. Wie könnt ihr es wagen, mir eine solche Frage zu stellen? Ich tue das, was mir vom Imperator aufgetragen wird. Eure besondere Herkunft schützt euch nicht vor Misstrauen. Im Gegenteil. Geheimdienstberichte zeigen, dass es in diesem Tal Verräter gibt. Akolyten, die versuchen, die ideale Ordnung unseres Imperators zu zerstören und sie durch ihre eigenen schwächlichen Irrlehren zu ersetzen. Sie verstecken sich zwischen denen, die uns treu und gehorsam ergeben sind. Doch sie werden jederzeit zuschlagen, wenn sie die Chance erhalten. Wir haben die aufrührerischen Aktivitäten der Verräter hier im Tal beobachtet. Wir kennen ihre Gesichter und ihre Namen. Es ist der Wille des Imperators, dass der Sand Korriban sich vom Blut dieser Verräter rot färbt. Beweist eure Treue, indem ihr sie hinrichtet. Es wird mir eine große Ehre sein, euch zu dienen, mein Lord. Wenn ihr mir dient, dient ihr dem Imperator. Denkt daran, wenn ihr dieses Ungeziefer im Tal ausschaltet. Ich gebe euch alles, was ihr braucht, um die Verräter zu identifizieren. Beweist eure Treue, indem ihr genügend von ihnen eliminiert und kehrt dann zu Inquisitor Asanon zurück. Ich werde eure Fortschritte mit großem Interesse verfolgen. Geht jetzt. Sorgt dafür, dass der Wille des Imperators Wirklichkeit wird. Ich glaube, wir haben vergessen, eine Gruppe zu bilden. Ich bin der Imperator. Sieht der das nicht? Nein. Von der Story her bist du nur ein kleiner Akolyt. Ein ganz kleiner Akolyt. Ganz, ganz, ganz weit unten. Ich werde noch zum Imperator. Oh, ich kann seit neuem auch heilen. Dies ist das Grab, in dem Akolyten ihre letzten Prüfungen absolvieren. Ihr werdet sicher bald eine Kostprobe erhalten. Warum kann Weil ich nicht... Oh. Ja, ich glaube, die gehören zu einer anderen Story, oder... Dann haben wir die jetzt ausgelöscht. So, erkenne den Imperator! Ich habe gesehen, wie ihr euch um diese Verräter gekümmert habt. Gute Arbeit. Ihr habt eure Loyalität auf beeindruckende Weise bewiesen. Nehmt diese Belohnung als Zeichen der Gunst des Imperators und tragt dieses Abzeichen,
Es weist euch als Verteidiger unseres Imperiums aus. Bleibt wachsam. Unsere Feinde lauern da, wo man sie am wenigsten erwartet. Ich habe neue Boots. Wollen wir den Erfahrungsschub verwenden oder wollen wir uns den aufheben für später? Erfahrungsschub? Ja. Also ich habe bei einer der Quests einen kostenlosen, erheblichen Erfahrungsschub gekriegt, wo für mehrere Stunden die gewonnene Erfahrung erhöht wird. Ein großes gelbes XP. Kostenloser, erheblich, ja. Das können wir nutzen, wenn wir grinden tun, oder? Also soweit ich weiß, erhöht es auch die Erfahrung durch Quests und dergleichen. Ich vermute nur, das ja. Ist der Taxi. Weil ich krieg nämlich gerade Map gezeigt. Ja, Taxi. Ha! Akademie-Taxi. Die lilane Line, oder? Also ich hab stehen, nimm ein Taxi ins untere Wildland. Das wäre also eigentlich der obere Punkt. Komisch. Aber wir können auch ins Feldforschungsbereich erstmal das Lilane folgen. Nö. Die Bestie ist doch das Lilane. Eigentlich. Wir nehmen das obere. Reiseroute. Abfahrt. Ach, sogar hier zusammen in einem Fahrzeug? Das oder sind das zwei. Also bei mir bist du hinter mir. Korriban wird von keiner Gilde kontrolliert. Was das genau bedeutet, weiß ich selber nicht. Community? Fragezeichen? Hilfe! Also gibt's hier auch Gilden so Gilde? Gibt es hier, ja. Von mehreren Spielen. Okay. Was hier gleich die nächste Community-Frage aufwerft. Sollen wir eine Gilde machen? Ja, wie nenne man sie? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Hast du hier jetzt irgendwas gefunden? Aber wenn ich auf die Karte gucke, müssen wir hier rumlaufen. Also wäre es wahrscheinlich doch der andere Punkt gewesen und jetzt dürfen wir uns erstmal durchkämpfen. Ja, Community. Ein Gildennamen muss her. Ja, muss ich, was euch so infällt. Imperium kann ich schon mal gleich sagen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Man sieht schon alle an meinem Charakternamen, dass ich selbst das tricksen musste. Ich hab was Grünes. Warte mal. Armschiene. Wenn ich das anziehe, wird's gebunden. Ja, ist klar. Du hast viel zu viel Rot. Ja, was soll ich machen? Ich hab halt so einen roten Tar. Müssen wir die Viecher hier eigentlich alle abschlachten? Oder ist das so? Ich glaube nicht, dass wir sie töten müssen, aber viele kommen halt einfach. Große Erfahrung geben die dann halt auch. Dann lass uns. Der Ober hat der Extra-Symbol. Ja. Ich werde ihn vernichten! Yeah. Der ist halt nur ein bisschen stärker. Er hat nicht die Erfahrung. Kann man die irgendwie alle pullen oder alle vom Abschlacht? Ei, durchlaufen? Autsch.
Jetzt kommt der Heiler-Job zum Einsatz. Ich hab aber nur eine Heilung. Und voll die Aggro. Ich habe anscheinend noch keine Fähigkeit, um Aggro zu ziehen. Früher konnten. Naja, das mit der Massepulle, da warten wir noch drauf. Wie bist du so schnell? Sprinten. Aber das hast du auch dran. Was ist das? Hier ist eine Quest. Lord Running. Ein junger Akolyt, der meine Experimente sehen möchte. Das freut mich. Ich hoffe, der Anblick eines besudelten Operationstischs macht euch nichts aus. Der Weg zur Macht ist nichts für Heulsusen. Ha. Genauso war ich auch in eurem Alter. Das hier war einmal ein Tokata. Das sind die hundeähnlichen Kreaturen, die in den Gräbern von Korriban hausen. Sieht äußerlich nach nichts Besonderem aus. Nur ich kann sehen, dass dieses Geschöpf ein Ausdruck purer Energie der dunklen Seite ist, die hier Gestalt erlangt. Wenn ihr der Einzige seid, der es sehen kann, ist es am Ende gar nicht da. Die Ignoranz zweifelt oft an der Wahrnehmung der Weisen. Euch fehlt die Erleuchtung. Die Macht ist lebendig. Sie drückt ihren Willen in der physischen Welt aus. Dieser Tukata war eine Form davon. Sind wir auch so eine Form? Sith verkörpern die höchste Erscheinungsform des Willens der Macht. Ich habe hunderte von Tukatas seziert und dadurch eine direkte Verbindung zur dunklen Seite geschaffen. Jedes Tier, das ich untersuche, bringt mich dem vollkommenen Einssein noch näher. Ich stehe kurz vor einem großen Durchbruch. Und jetzt geht es nicht weiter. Mein wichtigstes Exemplar, ein mutierter Tukata, ist in die Gräber entkommen, bevor ich ihn analysieren konnte. Die Galaxis ist ein grausamer Ort. Ihr versteht mich nicht. Ich habe einen wichtigen Schlüssel verloren, mit dem ich die wahre Essenz der dunklen Seite hätte entdecken können. Ihr Akolyten müsst euch doch für die Prüfungen in diese Gräber begeben. Ihr könntet den Tokata für mich jagen und mir sein perfektes Gehirn bringen. Meine Schülerin Malora hat gesehen, in welches Grab das Tier geflohen ist. Fragt sie danach, helft mir und ihr werdet belohnt. Warum sendet ihr nicht eure Schülerin aus, um das Biest zu fangen? Das Labor liegt ihr mehr als die Gräber. Ich fürchte, sie besitzt nicht euren Schneid. Fragt Malora, wo ihr nach dem Tukata suchen müsst, und kehrt dann mit seinem Herrn zu mir zurück. Er ist schon ein ganz schöner fauler Sack, was man an seiner Körperstatur hier gut das sehen kann. Ekelhaft. Oh, hallo. Sucht ihr Lord Rennings vermisstes Haustier? Ihr verschwendet eure Zeit. Seine Forschung führt zu nichts. Ihr seid wohl keine besonders ergebene Schülerin. Er ist nur dem Namen nach mein Meister. Er kann niemandem etwas über die dunkle Seite der Macht beibringen. Renning hat es geschafft, dem Rat der Sith einzureden, dass er das Wissen der Sith erweitert. In Wirklichkeit verplempert er Zeit und Ressourcen des Imperiums damit, dass er geistlose Tiere seziert. Aber wenn seine Experimente in Verruf kämen, würde er verbannt und ich würde belohnt. Feechen? Was? Sie hat schon ein Lächeln. Ich will's haben. Da kommen wir, Alisa schwimmt. Was soll ich dagegen tun?
Es braucht nur eine winzige Änderung am Hirn des mutierten Tukata. Und schon kann ich meinen Meister als Scharlatan entlarven. Bringt mir das Hirn, bevor ihr es Lord Renning übergebt. Und ihr werdet es nicht bereuen. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Auf diese Weise bekommt ihr eine Belohnung vom Meister und eine von seiner Schülerin. Das klingt doch gut, oder? Der mutierte Tukata ist ins Krankenhaus entkommen. Man erkennt ihn leicht daran, dass er größer ist als die anderen. Bringt mir das Hirn, bevor ihr damit zu Lord Renning geht. Dann kümmere ich mich um den Rest.